Ein letztes Beispiel, einige nützliche Funktionen aus dem Mathematikumfeld. Eine Funktion Minimum, die mir das Minimum zweier als Parameter übergebene Werte als Wert zurückliefert. Ja, falls x kleiner y ist, dann ist das Minimum von x und y x, ansonsten y. Das Maximum von x und y, falls x größer y ist, dann ist es x, ansonsten y. Und hier nochmal diese Abs-Funktion. Falls x kleiner 0 ist, wird der Betrag von x, dann wird minus x zurückgegeben, ansonsten x. Hiermit wird mit dieser Powerfunktion wird berechnet Zahl hoch Potenz. Und das Ergebnis geliefert. Das wird so realisiert. Das Ergebnis wird auf 1 gesetzt. Dann wird bis zur Potenz, bis zum Betrag von Potenz, jeweils Ergebnis mal gleich Ergebnis mal Zahl berechnet. Und in Abhängigkeit, ob Potenz positiv oder negativ ist, wird das Ergebnis zurückgegeben. Oder wenn Potenz negativ ist, wird 1.0 durch Ergebnis zurückgegeben. Und wie kann man runden, eine Flow-Zahl runden? Ja, man könnte natürlich vermuten, ich mache einfach den expliziten Typecast int von float. Da schneidet der Operator aber einfach die Nachkommastellen ab. Beim Runden wird ja nicht abgeschnitten, sondern entsprechend gerundet. Und schauen wir uns an, wie das gelöst werden kann. Wir müssen zwei Fälle unterscheiden, x größer gleich 0 und x kleiner 0. Im Fall x größer 0 wird berechnet x plus 0.5 und dann wird abgeschnitten. Beispielsweise, wenn wir die Zahl 6,5 hier übergeben, ist ja die gerundete Form, ab 0,5 wird aufgerundet, 7. Also wird berechnet 6.5 plus 0.5 ergibt 7.0. Ja, und der Integerwert ist dann 7. Wenn ich hier aber 6.4 übergebe, dann wird berechnet 6.4 plus 0.5 ergibt 6.9. Dann wird gecastet auf Integer, abgeschnitten, es wird also geliefert 6. Und im negativen Umfeld, ja, wird x negativ gemacht, dann wird ebenfalls hier dieses plus 0,5 draufgerechnet, es wird gecastet in Int und dann wird hier dieses Zeichen wieder umgedreht.